Hi zusammen. Heute machen wir mal die Bremsbeläge hinten an meiner Suzuki GSX 1250. Die Beläge sind schon ein bisschen abgefahren und damit der TÜV-Prüfer da nichts zu meckern hat, wenn ich jetzt TÜV mache, wechseln wir die einfach mal aus. Und das zeige ich euch auch mal, wie es funktioniert. Die Bremsbeläge habe ich schon mal ausgepackt. Hier liegen sie jetzt. Die sehen natürlich bei jedem Fahrzeug anders aus, weil die Aufnahmen immer ein bisschen anders sind. Das ist eigentlich jetzt hier nur der Träger mit dem Bremsbelag drauf. Man kann hier schön sehen, hier ist der Verschleißmarker, das ist einfach eine Kerbe. Das heißt, wenn man die Bremsbeläge so weit runtergebremst hat, dass man diese Kerbe nicht mehr erkennen kann, dann sollte man die Bremsbeläge wechseln. Bei mir kann ich die Kerbe fast schon nicht mehr sehen und das war auch der Grund, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, die beiden Beläge für den TÜV einfach mal neu zu machen. Wie wir die einbauen, das gucken wir jetzt einfach mal an. Wir sind jetzt hier quasi beim hinteren Bremssattel angelangt. Das Moped steht auf der Bühne und jetzt ist die Sache, der Bremssattel ist befestigt quasi mit der Schraube hier. Das ist hier eine Sechskantschraube und hier ist noch eine Inbusschraube. Das hier ist der Sensor fürs ABS. Hier geht die Leitung quasi hoch durch diese Führung hier durch und die ist hinten am Bremsschlauch für den hinteren Bremssattel ist die quasi festgemacht. Das müssen wir uns mal abknipsen, weil wir den Bremssattel ja auch bewegen müssen gleich. Das heißt, wir machen diesen Kabelbinder hier mal ab. Und jetzt drehen wir uns hier mal die Schraube raus. Die vordere Inbusschraube. Oh. Ganz schön fest. Das war das erste Mal, dass die sich überhaupt bewegt, nachdem ich das Moped gekauft habe. Weil das noch der Originalbremsbelag ist. Das ist jetzt seit 25.000 Kilometern drauf. Nur mal so als grobe Richtung. Ich bremse hinten generell sehr wenig. Das Hinterrad macht bei mir eigentlich eher Motorbremse. Und wenn ich richtig bremsen muss, dann bremse ich eigentlich vorne. Das ist diese Schraube, die ist auch gefettet. Die werden wir gleich auch nachfetten, bevor wir sie wieder einsetzen und das Gewinde mal ein bisschen sauber machen von dem Gnieß, der hier drauf ist. Dann machen wir die hintere Schraube noch ab. Das ist einfach eine 12er Nuss hier. Kam schon deutlich besser raus. So. Ah, ist die gefettet? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Eigentlich müsste man den Sattel jetzt hier. Oh ja. Was wichtig ist, dass man sich, bevor man es auseinander nimmt, mal anschaut, wie es denn aussieht, weil die Bremsbeläge kommen einem hier jetzt schon entgegen. Wir können jetzt einfach nach oben abziehen. Ich halte ihn mal hier oben fest. So, das heißt, wir nehmen die Beläge jetzt hier mal raus. Nein, wir nehmen die Beläge natürlich nicht raus, weil die Beläge natürlich noch mit einer Schraube gesichert sind. Das ist diese hier oben. Sorgen wir mal Werkzeug für. Schlauer gewesen, die Schraube vorher aufzumachen. Da müsst ihr den Bremssattel nicht festhalten, wenn ihr das machen wollt. So, das ist nicht nur eine Kappe. Darunter befindet sich wieder ein Inbus. Den werde ich mal besorgen gehen. Jetzt ist die Frage, ob 4 oder 5. 5 ist es. Manneskraft hier losgeschraubt kriegen. Und ob das eine dumme Idee war, ja. Also mit viel Kraftaufwand ist das hier möglich, diese Schraube hier rauszukriegen. Aber wie gesagt, ihr solltet die auf jeden Fall vorher rausmachen. Das erspart euch nämlich hier, dass ihr den Sattel beim Rausdrehen dagegen halten müsst. So, jetzt merken wir uns ganz genau, wie das hier funktioniert. Jetzt sieht man, die ist auch schon ein bisschen angelaufen hier. Machen wir gleich mal schön sauber, bevor wir die wieder einsetzen, wie alle Teile, die wir jetzt hier in der Hand haben. Und jetzt haben wir die beiden Bremsbeläge hier in der Hand. Das sind diese Anti-Quietschbleche, die dahinter sind. Die werden wiederverwendet. Die sind bei den neuen Belägen nicht dabei. Das heißt, die müssen wir hier abmachen. Und ich sehe gerade, witzigerweise, die Beläge sind stärker, als ich dachte. Man hat es schlecht gesehen. Na gut, ist jetzt hier eine betriebliche Übung. Ist nicht schlimm, die zu machen, weil ich die Bremsflüssigkeit ohnehin noch mitwechseln wollte
Und dann nehmen wir die jetzt erstmal auseinander hier. Jetzt liegen die Beläge hier vor uns. Links die neuen, rechts die alten. Schauen wir uns mal an, wie diese Anti-Quietschbleche hier drauf sind. Die sind, glaube ich, nur... Oh, das ist einfach. Ja, das ist ein Nissin-Belag hier vom Erstausrüster. Wenn wir es nebeneinander legen, können wir die logischerweise einfach wieder so drauf machen, wie sie waren. Das heißt, mit den Nasen hier. Am besten muss natürlich auch dieses Tuch, was hier drunter liegt, das muss natürlich plan aufliegen, auch der Löcher wegen hier. Sonst passt das am Ende nicht mehr. Machen wir es nochmal auf, legen wir uns das mal hier drauf. Ja, es ist schwierig, das in Position zu halten hier, dass es nicht verrutscht. Am besten oben mit dem Auge hier kontrollieren. So, das sieht schon mal gut aus. Dann können wir den hier wegtun. Nummer 1. Und hier der zweite, genau dieselbe Geschichte. Das ist der alte, den tun wir weg. Und dann gucken wir, dass das hier plan mit dem Loch aufliegt. So, der ganze Bremsstaub hier macht natürlich extrem die Pfoten schmutzig. Wie ich schon mal gesagt habe, ich bin an der Stelle hier nicht so pingelig, dass ich hingehe und diese Anti-Quietschplättchen jetzt noch sauber machen würde. Ja, es ist eine Bremse. Sobald ich wieder bremse, ist da Bremsstaub drauf. Und wir werden die jetzt hier hinten, diese Anti-Quietschbleche, werden wir mal ein bisschen mit Bremsenreiniger behandeln, dass wir die Schicht darunter bekommen, wo sie am Kolben anstoßen, zumindest auf der einen Seite. Das ist nämlich die Seite hier, wo dieser runde Abdruck dran ist. Das ist quasi die Seite, die zum Bremskolben geht. So, Bremsenreiniger drauf. Ja, das ist auch so vergnießt, dass man das auch gar nicht mehr abbekommt. Man kann das jetzt hier oberflächlich ein bisschen sauber machen. Und dann genügt mir das auch schon. Es gibt natürlich immer Leute, die das dann irgendwie zur Perfektion bringen wollen, zu denen gehöre ich aber nicht. Ich will, dass das technisch funktioniert. Und eine Bremse ist eine Geschichte, dass es wichtig ist, dass sie technisch funktioniert, aber es ist weniger wichtig, dass die Optik stimmt an der Seite. So, jetzt haben wir die beiden Bremsbeläge hier, haben die Anti-Quietsch-Platten wieder hier drauf und ja, jetzt können wir die quasi wieder in den Sattel einbauen. Da wir auch den Kolben zurückdrücken müssen, weil die neuen Bremsbeläge natürlich dicker sind als die alten, müssen wir auch an den Bremsflüssigkeitsbehälter dran. Ich habe jetzt die Sitzbank schon mal abgemacht. Den Arbeitsschritt habe ich jetzt mal ausgelassen. Wir müssen dafür hier die Schraube, die habe ich gerade auch schon mal angedreht, die Verkleidungsschraube auf der rechten Seite ist das hier quasi, müssen wir dieses Verkleidungsstück hier abnehmen. Das ist quasi hinten mit der Schraube befestigt und vorne hängt das nur in zwei so Gummifropfen hier. Das heißt, es ist einfach nur dran gesteckt. Hier und wo ist es? Hier vorne. Das heißt, das können wir dann einfach abziehen, wenn wir diese eine Schraube abhaben. Und hier sehen wir jetzt den Bremsflüssigkeitsbehälter. Es ist wirklich wichtig, dass ihr hier einen passenden Schraubendreher nehmt. Ja, der ist schon zu groß. Diese Schrauben, die drehen sich sehr gerne rund. Das heißt, wenn ihr hier nicht wirklich einen guten Schraubendreher mit einer ordentlichen Spitze benutzt, dann versaut ihr euch diese Schrauben, weil die manchmal auch sehr fest sind. Die haben ein sehr hohes Losbrechmoment hier. Bremsflüssigkeit, um das jetzt nochmal zu erwähnen, ist wirklich höchst aggressiv. Das heißt, ihr solltet vermeiden, dass ihr die Bremsflüssigkeit irgendwie auf Lackteile bekommt, weil sonst der Lack anfängt abzublättern. Das sieht man manchmal vorne, wenn der Bremsflüssigkeitsbehälter zu voll ist und das Moped steht. Lenker ist eingeschlagen, dann läuft die Suppe einfach am Bremsflüssigkeitsbehälter raus. Müssen wir den hier erstmal irgendwie aufkriegen. So. Und versaut euch dann die Lackierung am Bremsflüssigkeitsbehälter, an der Armatur generell. Ja, das heißt, bei diesen Geschichten, wenn wir das jetzt hier offen haben. So, hier ist Schwitzwasser. Das ist das erste Mal, dass ich das selber mache. Ich weiß nicht, ob es in der Inspektion mal gemacht worden ist. Als ich Garantie hatte, wurde es immer gemacht. Also es ist sehr, sehr bernsteinfarben. Der Stand ist vollkommen korrekt. Ganz kurz unter dem
unter dem Strich für die obere Markierung. Jetzt gehen wir hin und ziehen uns einfach diese Bremsflüssigkeit mit einem Tuch, also mache ich das jedenfalls immer, ja, hier Kapillarwirkung von so einem Tuch hier, ziehen wir uns die Suppe einfach mal hier raus, nehmen uns ein zweites Tuch, damit wir uns hier nichts volltropfen, halten das hier drunter, ziehen das quasi hier raus, dann kann das noch ein bisschen abtropfen, können wir das hier einfach wegnehmen. So, das heißt, der Stampf im Behälter fällt jetzt. Das ist genau das, was wir haben wollen. Wir wechseln die Bremsflüssigkeit ja ohnehin. Aber um jetzt erstmal die Geschichte einsetzen zu können, müssen wir den Kolben zurückdrücken. Und wenn wir das tun, fließt die Flüssigkeit, die unten im Kolben drin ist, natürlich durch die Leitung zurück nach oben. Was dann dazu führen würde, erstens ist es natürlich einfacher, wenn der Bremsflüssigkeitsbehälter offen ist und zweitens war der so voll, dass wir den Kolben gar nicht hätten zurückdrücken können, ohne hier überhaupt Flüssigkeit loszuwerden. So, jetzt habe ich quasi so viel da rausgeholt, jetzt machen wir das alles hier noch ein bisschen sauber, damit es auf gar keinen Umständen hier irgendwo auf die Lackteile läuft. Ganz wichtig, schauen wir nochmal, dass hier auch nichts dranhängt, ein Tropfen, der da irgendwie runtertropfen könnte. Also da bin ich sehr penibel an der Stelle, weil das ist einfach nicht schön, wenn es dann hier auf dem Rahmen tropft und ich habe nachher den Rahmen dann hier entlackt oder so. Und jetzt besteht die Gefahr hier nicht mehr, dass wir uns hier irgendwas hochdrücken und dann der Bremsflüssigkeitsbehälter überläuft. So, das heißt, wir machen jetzt weiter und drücken erstmal den Kolben von der Bremszange zurück, damit wir die neuen Beläge dann wieder über die Scheibe bekommen. Wir schauen jetzt quasi hier direkt auf den Kolben drauf. Das ist hier dieses messingfarbene Teil. Also der Kolben ist hier drin. Das runde Stück. Hier oben sitzt die Bremsleitung an, die den Bremsdruck hier quasi auf den Kolben erzeugt. Hier unten ist das Reservoir, wo eben sich die Bremsflüssigkeit drin befindet. Und wenn gebremst wird, baut sich hier ein Druck auf. Der kommt von hier oben, von der Bremsleitung und drückt diesen Kolben dann gegen den Bremsbelag und dann eben auf die Scheibe. So, wichtig ist, wenn man den Kolben zurückdrückt, dass man die Membran, die da unten drunter ist, die den Kolben quasi abdichtet, nicht beschädigt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hin mit meinem Lieblingszeug Bremsenreiniger und machen den mal sauber, damit wir uns da nicht irgendeinen Fremdkörper in diese Dichtung reindrücken. Ja, das heißt, man sieht es schon. Wird wirklich schön sauber hier an der Stelle. Und jetzt gehen wir mal hin und gucken mal. Das kommt jetzt immer drauf an, wie stark man ist, wie leichtgängig das ist. Wir gucken einfach mal, ob man den hier mit Muskelkraft. Es gibt natürlich dafür auch mechanische Rücksteller. Ich habe es auch schon mal mit einer Schraubzwinge gemacht. Improvisiert geht alles. So, jetzt ist es hier so. Das klappt jetzt mit Muskelkraft funktioniert. Das heißt, ihr seht, dieser Rand ist jetzt quasi fast nicht mehr da. Ja, man kann jetzt hier quasi komplett reinschauen. Und das sollte jetzt genügen, dass wir die neuen Beläge einsetzen können. Und dann die Sache auch wieder über die Bremsscheibe passt. Ich werde diese Teile jetzt erstmal sauber machen. Da mache ich aber auch keinen Clip drüber, weil da nimmt er einfach ein bisschen... Ja, was nehmt ihr wohl? Bremsenreiniger, das nehme ich jedenfalls immer. Und macht hier, ne, das hatte ich ja eben schon gezeigt, das ist quasi die Schraube, die durch diese Löcher hier oben geht. Ne, das ist die, die den Belag hier oben quasi einhängt. Und die mache ich jetzt mal ein bisschen sauber, dann werde ich die mal, ne, fetten werde ich sie nicht, weil sie war auch nicht gefettet, im Gegensatz zu dieser Schraube hier. Diese Schraube ist gefettet, weil der Bremsbelag sich ja auch ein bisschen bewegen muss, der Bremssattel, Entschuldigung. Und diese Dinger mache ich jetzt alle mal sauber und dann bauen wir das mal wieder zusammen. Ich habe die ganzen Schrauben jetzt ein bisschen sauber gemacht und die eine auch neu gefettet. Das heißt, das sollte funktionieren. Wir gehen jetzt also mal hin und nehmen uns die Bremsbeläge. Ich hatte ja eben schon gesagt, das ist der Belag, der zum Kolben hingeht mit dieser kreisrunden Markierung. Das ist dann sehr einfach, das wiederzufinden. Das heißt, der kommt dann hier auf die Seite und der andere dann dementsprechend auf die andere. Damit dann quasi die Backen hier so auf die Bremsscheibe greifen. Das heißt, wir hängen. Ich weiß gar nicht, ob man sie vorher einsetzen muss. Das machen wir einfach mal. Setzen sie mal hier
an der vorgegebenen Stelle wieder ein. So, jetzt haben wir diese Schraube, die habe ich noch sauber gemacht. Natürlich immer noch so ein bisschen metallischen Abrieb hier drauf, wo die alten Bremsklötze gesessen haben. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Das stecken wir jetzt mal hier durch. Eins, zwei. So. Dann fangen wir mal an zu schrauben hier. Welche war das? War die hier? So. Dann schrauben das hier wieder komplett rein. So. Und jetzt kommt hier dieses Käppchen, was wir hier hatten. Also wieder hier oben drauf. Jetzt machen wir uns nochmal einen Schlitzschraubendreher. Wo ist er? Da ist er. Machen wir das hier wieder zu. So. Und jetzt sind wir eigentlich schon an der Stelle, wo wir den Sattel wieder über die Bremsscheibe bringen können. So, das heißt, wir probieren das hier mal aus. Wir holen jetzt mal wieder hier hoch. Ziehen die Bremsbeläge mal ein bisschen auseinander. Das ist immer der fummeligste Teil. Dass das funktioniert. Ja. So. Ah, super, passt. Tipptopp. Das funktioniert. Rein. Hi Nathalie. Zurück. Dankeschön. Irgendwo. Ich drehe gerade einen Film. Ah, okay. Sorry. Kein Problem. Ja. Danke. Ciao, ciao. So, jetzt sind wir hier im Radestand fürs Rauschen. Machen wir kurz eine Pause. Ja. Niklas hat das Moped ausgemacht. Wir können einfach weitermachen. Wir müssen vorne schauen. Hier ist eine Gummitülle. Die dürfen wir jetzt, wenn wir den Bremssattel wieder aufsetzen, nicht beschädigen. Das heißt, die müssen wir hier ein bisschen unter das Loch bringen, die Schraube da wieder einsetzen können. Wir können die Schraube jetzt einfach schon mal einsetzen, also die hintere hier mit dem Sechskant, die drehen wir uns einfach nur mal fest, damit der Sattel in Position bleibt. Und gucken hier hinten, dass die, beziehungsweise vorne, Richtung Fahrtrichtung, dass diese Gummitülle hier wirklich unter dem kompletten Sattel sitzt. So, das tut sie jetzt. Jetzt können wir diese neu gefettete Schraube hier, das hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt, die ist gefettet, weil sich der Sattel an der Stelle bewegen muss. Die habe ich jetzt neu gefettet, die setzen wir jetzt hier mal ein. Wenn es denn funktioniert. Ja, da scheint es noch. Ja, da ist die. Ja, das ist ein bisschen knifflig an der Stelle. Weil ich glaube, es würde etwas helfen, wenn wir das ein bisschen fetten hier vorne. Das ist ja ohnehin gefettet durch die Schraube. Das heißt, wir fetten das so ein bisschen nach und hoffen dann, dass der Sattel dann einfach besser über diese Gummitülle hier drüber gleitet. Ja. Ob das funktioniert. Setzen die Schraube nochmal ein. Ja, das funktioniert. So. Genau, jetzt sitzt die Gummitülle auch wie sie soll. Ich zeige das gleich nochmal. Die können wir dann jetzt hier einfach auch schon mal, mit dem hier nicht, handwarm eindrehen. Und machen das dann gleich mit dem Drehmomentschlüssel, mit den dafür vorgesehenen Drehmomenten aus dem Werkstatthandbuch. Das ist wichtig, weil wenn die Schraube zu locker ist, lauft ihr Gefahr, dass es euch irgendwann fliegen geht. Wenn es zu fest ist, dann lauft ihr Gefahr, dass sich die Mechanik hier nicht so bewegen kann, wie sie soll. Deswegen drehen wir das jetzt erstmal handwarm ein. Werfen einen Blick ins Werkstatthandbuch und ziehen das dann gleich im Drehmoment an. Ich habe jetzt gerade mal ins Werkstatthandbuch geschaut und gesehen, dass die vordere Schraube, die bei mir hier so eine Inbusschraube ist, mit 27 Newtonmetern festgezogen wird. Das heißt, ich habe den, kann man es hier sehen, den Drehmomentschlüssel jetzt hier mal eingestellt auf 27. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal hin. So. Und ziehen die mal fest. Die Nuss will nicht wieder raus. So.
Und dann nehmen wir für die hintere Schraube, habe ich gesehen, brauchen wir 22 Newtonmeter. Das heißt, wir drehen jetzt hier mal ein bisschen zurück auf die 22. Wir ziehen die hintere Schraube hier mit 22 Newtonmetern an. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir eigentlich den Bremsflüssigkeitswechsel machen können. Ob ich den heute noch machen werde, weiß ich nicht. Ob ich das zeitlich noch hinbekomme. Ich werde jetzt oben den Reservoirbehälter erstmal wieder zumachen und die ganze Geschichte wieder zusammenstecken, weil ich jetzt erstmal Tatort gucken will. Ganz klassisch, das ist jetzt nicht belogen. Das ist jetzt irgendwie kurz nach 8. Und deswegen mache ich die Geschichte jetzt erstmal wieder zu. Und guck mal, ob ich danach noch Lust habe, weiterzumachen. Ein Video dazu gibt es auf jeden Fall. Und in diesem Sinne schauen wir erstmal, dass wir hier die Sache ordentlich gemacht haben. Und dann den Test mit der Bremse und wie wir die Bremsflüssigkeit wechseln, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Und deswegen sind wir heute an der Stelle erstmal fertig.